Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avengers. In der letzten Folge haben wir die Zusammenführung abgeschlossen. Das heißt, wir haben Mordok und Kree besiegt. Reden wir jetzt über die Optimierung ihres Heldenkaders. Okay. Wenn kein spezifischer Held für eine Mission gebraucht wird, können Sie einen auswählen. Wechseln können Sie am Einsatztisch, im Quinjet oder an dem Heldenterminal in jedem Außenposten. Im Einsatz selbst können Sie den Helden nicht mehr ändern, außer es ist angegeben. Die meisten Missionen erlauben bis zu 4 Avengers. Sind Sie solo unterwegs, werden Ihre Gefährten an Ihre Kraftstufe angeglichen. Aber Ihnen stehen nur bereits freigeschaltete Fähigkeiten zur Verfügung. Außerdem benutzen diese ihre angelegte Ausrüstung, also achten Sie auf die Ausstattung, um das Potenzial Ihres Teams zu maximieren. Ihre Gefährten werden zufällig ausgewählt, außer sie legen im Heldenmenü Präferenzen fest. Diese Helden kämpfen dann an ihrer Seite, sofern keine spezifischen Helden nötig sind. Gefährten sind auf ihren Kader beschränkt, aber im Multiplayer können sie mit Avengers aus verschiedenen Zeitlinien antreten. So können mehrere Exemplare eines Helden dabei sein. AIM hat das mit den Tachyonen-Anomalien vergeigt, aber wir nutzen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Bei einzelnen Missionen oder Kampagnen kann es Einschränkungen geben. Aber ansonsten können Sie Ihr Team nach Belieben wählen. Und jetzt raus da. Treten Sie in ein paar Hintern. Hatte ich gerade vor. Na, wo war ich? Wir hatten letzte Folge das Finale von der Zusammenführung, haben dadurch jetzt den ersten Teil der Kampagne abgeschlossen. Und jetzt hatte ich mir gedacht, ich spiele ein paar Heldenmissionsreihen und anfangen tun wir mit Kamala. Und dafür müssen wir jetzt in den Harmraum. Wo ist denn der Cut nochmal? Da unten ist der Harmraum. Ich bin sogar richtig gegangen. Gut. Scheint in guter Verfassung zu sein. Es gibt nämlich einige Missionsreihen, die wir hier starten können. Aber anfangen tun wir mit Kamala. Und da müssen wir das Kampftraining abschließen. So, das Tutorial müssen wir abschließen. Bro. Kumpel? Hä? Mit Kamala muss ich's machen. Sorry. Jetzt habe ich gerade kurz einen Hänger gemacht. Deswegen haben wir wahrscheinlich gerade das Ding gekriegt mit. Wir sollten wechseln. Ich schätze, ich muss auf Kamala rüber. Und falls euch wundert, warum wir jetzt so schicke Klamotten haben, das ist dank der letzten Mission. Also, die letzte Mission haben wir. Während der letzten Mission haben wir diese Dinger gekriegt. Die Ausrüstung gekriegt, deswegen sehen manche. Ich habe die noch gar nicht ausgewählt. Oder freigeschaltet. Wieso zum Geier ist die schon drin? Ja, egal. Aber ich finde die Klamotten, die sie von Tony gekriegt haben, alle echt schicke. Dürfte ich jetzt mal wissen, warum ich hier nicht weitermachen kann? Harmraumtechniker. Ich will nicht hier rein. Bro, hallo. Hä? Sonst muss ich echt mit einer anderen anfangen. Sonst fangen wir mit einer Heldenreihe an, die ganz einfach betreten werden kann. Und zwar müssen wir da nur in Thors Zimmer für. Hallo. Kann ich das jetzt echt nicht machen? Er sagt nicht, ich habe jetzt manche Heldenreihen verkackt. Weil ich schon zu weit in der Story bin. Was hat das zur Helden-Missionsreihe von Cap gehört? Okay. Naja, irgendwo stand es doch hier. Den Harmraum betreten und das Kampftutorial abschließen. Ja, wie soll das funktionieren, wenn ich das Kampftutorial nicht mal anschließen könnte?
Sonst muss ich halt tatsächlich in Thors Raum gehen. Und die andere Mission machen. Es sieht halt echt so aus, als könnte ich das jetzt nicht machen. Naja, umstrukturieren. Gehen wir zu Thor. Das Raum. Mal schauen, ob wir die Missionsreihe starten können wenigstens. Oder ob ich jetzt tatsächlich echt mit der Story weitermachen muss. Malakan. Captain Rogers. Tony. Science Lab. Crew. Da kann ich nicht rein. John ist Kate Bishop. So, dann gucken wir jetzt echt nochmal durch, ob das tatsächlich so war. Wir können auch die Spider-Man-Reihe anfangen, aber das machen wir irgendwann anders. Mich interessiert jetzt eher Mrs. Marvel. Aber hatte ich eigentlich vorgehabt, aber können wir nicht. Der mächtige Thor Missionsreihe. Mission Agent des Donners abschließen. Okay. Die war weiter oben, oder? Sonst gehe ich halt tatsächlich gleich einfach zu Spidey und mache die Kacke. So, hier. Mit Mjölnir auf dem Helicarrier interagieren. Muss ich das mit ihr machen oder nicht? So. Immer noch unwürdig. Jetzt? Schritt 1. Muss ich das echt mit ihr machen? Bro, Alter, dieses Hin- und Herwechseln, das geht mir gleich langsam auf den Sack. So, jetzt haben wir ihr ist hier. Ich hab's noch nie gespielt, aber egal. Haben sie freigeschaltet. Unvorsichtig von Odinson, dich hier alleine zurückzulassen. Sonst machen wir halt echt gleich die Spider-Man-Reihe, ne? In meiner Zeitlinie ist Asgard gefallen. Die Götter sagten, das Ende der Welt würde die 10 Welten in Eis und Finsternis stürzen. Stattdessen war es Feuer und Blut. Odinson kehrte nie von der Erde zurück und ohne seinen Sohn als Schutz Asgards vor Einflüssen von außen wurde der Allvater wahnsinnig. Mjölnir wählte mich zur Nachfolgerin, aber es war zu spät. Odin hatte die Allmutter eingesperrt und ihre Getreuen zu Feinden erklärt. Und wenn er Asgard zerstören musste, um die Rebellion auszumerzen, sollte es so sein. Ich war ans Kämpfen gewohnt. Ich war gewohnt, der Finsternis zu begegnen. Aber das... Selbst ich musste einräumen, dass ich Hilfe brauchte. Also schloss ich einen Pakt mit der letzten Person in den 10 Welten, an die ich mich wenden würde. Mein Vater sagte immer, wenn ein Mann nur so lächeln kann, dass du dich unwohl fühlst, ist er verkommen bis ins Mark. Aber manchmal muss man Kompromisse machen. Und Kompromisse haben einen Preis. Ich wollte nicht bezahlen, aber den Gott des Unheils täuscht niemand. Nun, so scheint's zu funktionieren.
Avengers, zu mir! Moment. Bucky. Ne, Moment, hier drüben, hier. Das sind also solche. Ach du Kacke, ich dachte, das sind einfach normale Missionen, sowas. Na, dann gucken wir uns neue Helden halt an. Das heißt, das sind private Sachen, oder wie? Jetzt gucken wir das hier noch an. Hallo New York. Hier ist eure freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ich wollte euch ein kurzes Lebenszeichen geben, weil ihr euch doch bestimmt wundert, wo ich die letzten Wochen war. Ach, kommt schon, Leute. Ich rede gerade mit meinen Fans. Tut mir leid. Aber ja, ich war beschäftigt und ich habe nicht wirklich mit den Avengers zusammengearbeitet. Es ist eher ein Nebenjob. Es ist schwer, einen multinationalen Konzern zu stürzen. Vor allem, wenn dein Team von der Öffentlichkeit als gesetzlos gebrandmarkt wurde. Aber außerhalb der Arbeit haben wir trotzdem noch Spaß. Seit ich bei ihnen bin, habe ich sogar eine ganze Menge mehr Freizeit. Ich verrate euch ein Geheimnis. Die Avengers? Überraschend normal, wenn sie nicht gerade Schurken in den Arsch treten. Sie sind eine große Familie von Helden, die zusammenarbeiten und einander helfen. Aber trotzdem noch Zeit für Spaß finden. Nicht, dass ich rumgealbert hätte. Es ist harte Arbeit, an der Seite der Avengers zu kämpfen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ständig ganz allein die Stadt zu retten. Du fühlst dich einsam. Jetzt kenne ich so viele coole Leute. Und ich war an vielen wunderbaren Orten. Aber ich würde New York nie verlassen. Ihr bleibt immer meine Nummer eins. Die Avengers sind einfach anders als meine bisherigen Freunde. Es war großartig. Sorry, ich überhole mich mal wieder selbst. Gehen wir einen Schritt zurück. Am besten zum Anfang. Das ist sicher, oder? Ja, total sicher. Was sollte schiefgehen? Okay, das habe ich nicht durchdacht. Hill müsste uns in Kürze informieren. Hey Leute, wir haben Besuch. Hey! Leute, ihr solltet euch dringend eine Türklingel anschaffen. Oder eine Vordertür. Kann ich jetzt reinkommen? Okay, Spider-Man. Reden wir. Ihr zwei kennt euch? Spider-Man bekämpft in New York Schurken, und zwar schon ewig. Tut mir leid. Ich war 5 Jahre eingefroren. Und im Weltraum. Ich habe im Wohnwagen gelebt. Mit Internet. Ja, ich wäre ja fast beleidigt. Aber 50% Bekanntheit ist nicht schlecht. AIM hatte eine ziemlich dicke Akte über ihn. Aber ohne Ausweis. Du verwischst deine Spuren gut. Wow. Wenn du das sagst, also du kannst es hinter der Maske nicht sehen, aber ich werde gerade rot. Aber das erklärt nicht, warum du im Flug an unserem Helicarrier hängst. Ja, ich brauche Tiny Dancer. Sie hat mal einem Freund geholfen, der Resistance AIM Infos zuzuschieben. Ich hatte gehofft... Ich bin ganz Ohr. Ja, also, ich glaube, AIM arbeitet an was Großem. Also, Chemiewaffen groß. Ich kriege aber nichts Näheres raus, weil alle Dateien von ihren Servern total geschwärzt sind. Die Dinger haben mehr schwarze Balken als die meiste moderne Kunst. Und? Und ich will ihren Lieferanten hochnehmen, aber... Tiny Dancer muss AIMs Verschlüsselung knacken, damit ich in eine ihrer Anlagen reinkomme. Den Rest schaffe ich alleine. Erst sehen wir es uns an.
Wenn das mit Ames Plänen stimmt, helfen wir dir, in die Anlage zu kommen. Du hängst hier rum, bis wir soweit sind. Tony, Ned? Es ist wirklich keine große Sache. Ich will nur rein... Ihr geht wirklich. Okay. Kein Problem. Im Rumhängen bin ich Experte. Versteht ihr? Hängen? Naja, ich fand's komisch. Ihr wisst aber, dass ihr nicht mitkommen müsst, oder? Natürlich, wir helfen trotzdem. Das ist unser Job. Und du musst bei uns keine Maske tragen, wenn du nicht willst. Um mich geht's dabei gar nicht. Aber ich muss Menschen bei mir zu Hause schützen. Und die Maske hilft mir dabei. Das verstehe ich. Bei mir weiß auch keiner, dass ich Miss Marvel bin. Außer meinem Abu natürlich. Aber Maske oder nicht, wir alle brauchen Menschen, die uns stützen und verstehen. Auch die komischen Teile. Vor allem die komischen Teile. Jedenfalls solltest du dich mal umsehen. Thor und Hulk kämpfen im Harmraum, aber du könntest sie bestimmt vertreiben. Harmraum? Der ist bestimmt nicht harmlos, oder? Wart's ab. Willkommen auf der Chimera, Spider-Man. Danke. Hoffentlich war das richtig, Pete. Okay. Bro, das war die einzige Heldenquest, wo ich jetzt was machen konnte. Egal. Benutze den neuen Harmraum-Trainingsmission, um Spider-Mans Fähigkeiten zu optimieren. Muss ich das jetzt machen? Ja. Harmraum. Wende ich hier zum Harmraum und save. Sag das gleich wieder. Du kannst nicht machen. Bro, wenn das gleich wieder so passiert, dann muss ich echt gucken, was da für ein Problem ist. Allerdings muss ich kurz gucken, ob ich nicht bessere. Bro, ich habe halt echt keine bessere Ausrüstung für ihn. Naja. Erstmal runter hier. Und gucken, ob wir hier irgendwelche Missionsreihen machen können. Weil sonst müssen wir uns entscheiden. Ich kann halt tatsächlich diesen scheiß Harmraum nicht betreten. Und der Dreckstechniker, mit dem kann man nicht reden. Da kann ich die ganzen Heldenmissionen erst, Heldenmissionsreihen erst, nachdem wir alles geschafft haben, machen. Das wäre aber bescheuert. Gut, wenn Harmraum drin steht, kann man das nicht machen im Moment. Hm. Mit Winter Soldier. Das hier scheint mit Winter Soldier eine Mission zu sein. Wir müssen das hier machen. Mit Black Widows Uhr in Verbindung. Dann haben wir wenigstens drei Charakter heute kennengelernt. Mit denen wir irgendwann mal spielen werden, aber dann müssen wir halt... Naja. Wann anders? Die Mission machen. Und uns erstmal auf die ganzen Kampagnenmissionen beschränken. Moment, habe ich nicht mich schon mit der Spieluhr nicht beschäftigt? James. Ned. Hey. Hey. Richtest du dich häuslich ein? Ist das okay? Natürlich. Ich bin nur überrascht, dass du es hier machst. Hat sich richtig angefühlt. Schätze ich. Komm später vorbei, dann zeige ich dir alles. Aber wir sollten zu Steve gehen. Er wollte mit dir reden. Geh voraus. Hä? Sag nicht, jetzt muss ich kurz was gucken. Ist Bucky hier als Held verfügbar? So, muss ich wahrscheinlich so machen, oder? Perfekto!
Während des Kalten Krieges gab es eine Theorie, dass ein Agent mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort effektiver sein konnte als eine Armee. Dieser Agent war der Winter Soldier. Dieser Agent war ich. Meine Militärlaufbahn begann als Sidekick von Captain America. Steve war 4 Jahre älter als ich und alles, was ich sein wollte. Aber der Krieg hatte andere Pläne. Und die Sowjets auch. Sie gaben mir einen Metallarm und nahmen mir alles, was ich war. Aber Ned, durch sie fühlte ich mich wieder wie ein Mensch. Wir wussten, dass es verboten war, aber ich liebte sie mehr als alles andere. Als sie es herausfanden, legten sie mich wieder auf Eis. Ich lebte nur in wachen Albträumen als Winter Soldier, verloren zwischen jahrelangem Schlaf. Es war hart, allein in einer neuen Welt aufzuwachen. Umso mehr nach dem A-Day. Ich konnte Ned nicht finden. Und Steve? Steve war fort. Ich wollte nur Gutes tun. Für sie. Ohne Erfolg. Monica Rappaccini reaktivierte den Winter Soldier. 2 Jahre wurde an mir herumexperimentiert. Ich führte Attentate durch, verschleppte Inhumans für die Forschung von AIM. Manchmal wäre ich lieber niemals aufgewacht. Aber jetzt bin ich froh darüber. Avengers, Einsatz! Hey. Also ein bisschen Geschichte kriegen wir, wie es ausschaut, von den ganzen Leuten hier. Das haben wir doch gemacht. Hä? Schritt 2, interaktiv. Muss ich schon wieder rangehen? Bucky, schön, dass du wieder da bist. Was du nicht sagst. Ich dachte, ich halluziniere, als du mich aus dieser Anlage gezogen hast. Ja, das kenne ich. Hör zu. Ich werde nicht lange bleiben. Was? Du bist mehr als willkommen. Ein paar Wörter, Steve. Mehr braucht es nicht. Ein einfacher Satz und ich richte plötzlich die Waffe auf meine Freunde. Monika hat die Protokolle noch. Es besteht also immer die Chance, dass es wieder passiert. Dann finden und zerstören wir sie. Endgültig. Sie hat recht. Wir haben Monikas Pläne schon öfter durchkreuzt. Deshalb bist du hier. Wir schaffen das auch wieder. Aber wo fangen wir an? Ich erinnere mich kaum an etwas aus diesen 2 Jahren und was ich mache. Nun, das ist nicht unbedingt hilfreich. Ich habe etwas Verdächtiges in einem der AIM-Riot-Bots gefunden, die wir vor einigen Tagen ausgeschaltet haben. Eine Datei namens Zima Zephyr Backup, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Sie ist beschädigt, keine Analyse möglich. Aber vielleicht... Es könnte auch nichts bedeuten. Vielleicht nicht. Aber der Dateiname... Das stimmt. Zephyr war der Name des Programms. Zima. Winter. Außerdem sollte man alles Verdächtige von AIM untersuchen. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, ein paar Bots zu zerstören. Der Sansa kommt mir in letzter Zeit so weich vor. Was, diese abgeklebte Betonsäule, die in deinem Zimmer hängt? Weich? Du brauchst wohl etwas Training, Buck. In Ordnung. Wer zuerst bei 30 ist, zahlt das Essen. Hoffentlich magst du die Hotdogs auf Coney Island. Okay. Verstanden, wie das funktioniert. Aber ich muss halt echt noch gucken, wie ich den Kack-Harmraum wieder in Bewegung kriege. Aber naja. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich schaue, dass ich eventuell auf Cam den Harmraum kriege, dass wir nächste Folge das Training mit Spider-Man und Mrs. Marvel weitermachen können. Und ja, und wenn ich es nicht hinkriege, dann machen wir nächste Folge mit der Hauptquest weiter. Also mit Teil 2 der Zusammenführung. Also die Zusammenführung war ja ein Ding und dann machen wir mit Part 1 weiter. Das war, glaube ich, irgendwas mit AIM hinterherjagen. Naja,
Ciao. Euer Gladius.